Wir sind Buch Schmuel Bet, Kapitel 22. In diesem Shiur werden wir Bezat Hashem lernen über ein Lied, was König David gesungen hat für Akadosh Baruch Hu. Nachdem wir schon gelernt haben in dieser ganzen Serie von Schmuel Aleph, Schmuel Bet über das Leben von König David, über seine Probleme mit Shaul HaMelech in Schmuel Aleph, wie er ihn versucht hat zu töten, da versucht hat zu töten dort, er hinter ihm gelaufen, warum? Weil er ihn schnappen wollte, damit er ihn töten kann. Goliath, Plishtim, Juden, Nicht-Juden, er hatte viele Probleme gehabt. Nachash Melech Amon, er hatte viele Kriege gehabt. Und sogar in seiner Familie gab es Probleme, wie wir schon gelernt haben, über Avshalom, Amnon und Tamar, Sheva ben Bichri, Doega Adomi, Achitofel. Nach so vielen Feinden beginnt David zu singen an Akadosh Baruch Hu. Und der Pasuk sagt uns, Vaidaber David l'Adonai edivrei Ashira azot, ביום יציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. Jetzt beginnt David zu singen an Akadosh Baruch Hu. Ab dem Zeitpunkt, also als Akadosh Baruch Hu ihm gerettet hat von all seinen Feinden und von Shaul HaMelech. Wann hat er es genau gesungen? Zwei Meilen. Laut Rashi, er hat es gesungen, wie es da schwarz auf weiß geschrieben steht. Nachdem er schon alles hinter sich schon gehabt hat. Nachdem schon die ganze Ereignisse passiert sind, hat er das gesungen. Also kurz bevor er verstorben ist, kurz vor seinen 70er Jahren. Aber der Malbim gibt uns eine andere Erklärung und er sagt uns nein. Eigentlich bei jeder Situation, die passiert ist, dieser Feind, der andere Feind, Jude, Nicht-Jude, all seine Feinde, er hat immer es gesungen, dieses Lied, was wir jetzt da sehen werden. Dieses Lied, wir werden es sehen, das wurde geschrieben jetzt nicht wie eine Geschichte, sondern wie ein Lied. Ja, also die Literatur von einem Lied. Und es sieht so aus, als ob es nicht hierher gehört, diese Kapitel. Weil das gehört eher zu Psalmen. Wir werden es noch sehen, in Bezat Hashem im Hebräischen, diese Sprüche, diese Metapher, was er da gibt, das ist wie als ob wir jetzt ein Kapitel im Buch Tehillim lesen. Aber warum steht es da schon doch geschrieben, diese Sache, und nicht im Buch Tehillim? Weil, wie wir schon gesagt haben, laut dem Malbim, er hat es immer gesungen, dieses Lied. Psalmen, alle Kapitel, was er geschrieben hat, das war durch Ruach HaKodesh. Er hat es geschrieben durch Ruach HaKodesh, was ihm HaKadosh Baruch Hu gesagt hat. Über sein Leben, über andere Personen. Aber dieses Kapitel, er hat es ständig gesagt. Das bedeutet, immer wenn er Probleme hatte, er hat immer das gesungen, dieses Lied, als Motivation, als die Glaube von ihm zu stärken. Deswegen hat man es schon hier im Tanach niedergeschrieben, im Buch Schmuel. Es gibt ein Kapitel im Psalmen, Kapitel 18. Kapitel 18, wir werden sehen, das ist ähnlich, sehr ähnlich mit diesem Kapitel 22 von Buch Schmuel. Es gibt Unterschiede, aber es ist sehr ähnlich, wie es geschrieben steht. Beginnen wir schon, bevor wir mit dem Lied beginnen, bei dem ersten Pasuk gibt es da eine Frage. Du sagst einerseits, Akadosh Baruch Hu, er hat dich gerettet vor all deine Feinde. Also Juden, Nicht-Juden, Goliath, Plishtim, Gezer, Nachash Amoni, viele, viele, viele Probleme, was wir gesehen haben. Die vier Riesen, ja, also von Goliath, die Geschwister von ihm, deine eigenen Kinder, Doeg, Achitofel, Sheva ben Bichri, so viele Probleme hat er gehabt. Das ist auf eine Seite. Auf der anderen Seite sagt er von Shaul. Warum vergleichst du Shaul mit all deinen Katastrophen, die waren bei dir? Sondern die Antwort ist, weil König Shaul die Sachen, was König Shaul ihm gemacht hat, im Shmuel Aleph, was wir gelernt haben, das war für König David wie im Vergleich, wie all die Katastrophen, die zu ihm passiert sind, wie alle Feinde von ihm zusammen. Seine Kinder, die Juden, nicht Juden, das war alle auf der einen Seite wurden verglichen wie König Shaul. Weil König Shaul, nicht vergessen, erstens, das war eine lange Geschichte, die er versucht hat zu töten. Aber nicht nur das, er war auch der Schwiegervater von ihm. Er war der Meschiach Hashem, er war der Gesalbte von Akadosh Baruch Hu. Shmuel Anavi hat Shaul doch gesalbt. Und wie wir schon im Buch Shmuel Aleph gelernt haben, Shaul, Ben Shana, Shaul Bemolcho. Shaul, er war ein großer Zadik. Er war nicht einfach eine einfache Person. Und weil König David gewusst hat, dass König Shaul, er ist ein großer Zadik, aber das ist nur eine schlechte Energie, eine Ruachra, die zu ihm kommt, und er war so gezwungen, das zu machen, deswegen, das hat ihm noch leid, also diese Sache, dieses Prinzip an König David.
Im Talmud Moed Katan steht jetzt geschrieben, was du sagst, dass HaKadosh Baruch Hu, er hat dich gerettet vor Shaul. Das bedeutet, du singst jetzt, weil König Shaul gestorben ist. Er hat mich gerettet vor all meinen Feinden und König Shaul. Mit anderen Worten, König Shaul ist unter Anführungszeichen, Gott sei Dank ist er gestorben. Wie sagst du sowas? HaKadosh Baruch Hu sagt sofort zu König David, du hast etwas Falsches gesagt. Du sagst, dass Gott sei Dank ist König David, ist König Shaul schon tot. Also er hat mich gerettet vor König Shaul. Du sollst wissen, König David, wenn du König Shaul wärst und König Shaul du wärst, also wenn wir die jetzt die Personen jetzt getauscht haben, Shaul mit dir und du mit Shaul, ich würde dich, also als König Shaul, ich würde dich schon töten. Ich würde dich schon töten in der anderen Position. Aber König Shaul, warum hat er das gemacht? Er war ein großer Zadik. König Shaul, er war ein sehr großer Zadik. Und er ist, Entschuldigung, ihm hätte ich getötet. Ihm, also König Shaul, in deine Position, wenn er König David wäre, ich hätte ihn schon getötet, sagt HaKadosh Baruch Hu. Arbet David hayti ma'avir, also ich hätte David vieles vernichtet. Aber warum? Wir sehen da, dass Shaul, er war schon ein Zadik. Aber andererseits, er hat schon Probleme gemacht. Sondern Shaul, er war ein großer Zadik. Dann wie passiert es, dass er Ruach Ra bekommen hat und all die Sachen? Er wollte König David töten. Laut seinem Niveau, was er war, laut seinem Niveau, er hatte auch eine sehr große Yetzara gehabt. Und weil er so ein großer Yetzara war, warum? Ich habe geschrieben ein Gesetz, eine Grundregel. Kol ha-gadol mechavero, yitzro gadol emenu. Je größer du bist, dein Yetzara, der böse Trieb ist noch stärker. Ja, bei großen Tzadikim, der böse Trieb ist noch stärker. Deswegen sagte er, du hast nicht so ein großer Yetzara wie König Shaul. Und deswegen, ich habe auch Erbarmen mit König Shaul, bisher, wie wir schon gesagt haben, also in den letzten Shiurim, dass König Shaul, er ist in der Stufe in Gan Eden wie Shmuel HaNavi. Und deswegen, als König David es erfahren hat, ich habe ein Problem gemacht, dass ich verglichen habe König Shaul mit all meinen anderen Feinden, deswegen steht es geschrieben im Buch Tehilim, Shigayon le David. Shigayon le David, ein Fehler von König David. Er sagt selber, ja, ein Shigayon le David, also ich habe selber einen Fehler gemacht. Dass ich dachte, dass König Shaul böse ist. Vayomar, jetzt beginnen wir mit seinem Lied. Adonai Salih umzudati umfaleti ata umfaltili, sagt uns König David, HaKadosh Baruch Hu, du bist wie ein Felsen. Was Felsen? Noch eine Einleitung, kurz bevor wir, wie werden wir den Shiur aufbauen jetzt? Weil es so mit vielen Metaphern geschrieben wurde und mit solchen Wörtern von einem Lied, ja, so eine Literatur, wir werden es jetzt nicht wortwörtlich übersetzen. Ich werde jetzt ganz grob übersetzen und falls wir noch etwas hinzufügen, werden wir noch etwas hinzufügen von Talmud, von Midrashim und schöne Sachen. Also, du bist wie ein Felsen um zu dati. Warum Felsen? Ein Fels, etwas Starkes. Und ich kann mich jetzt hinter diesem Felsen verstecken, wenn ich einen Feind vor mir sehe. Also das ist auch ein Schutz für mich. Deswegen er beschreibt Gott, du bist wie mein Fels. Also das bedeutet, du bist wie meine Rettung. Um zu dati, wie eine Zitadelle, ja, so eine mit Mauern, eine Befestigung. Du bist auch das, weil das hilft die Person mit starken Mauern. Um Falteli, du rettest mich auch. Elohei Zuri Echesebo, ich kann auf mich jetzt, ich kann auf dich verraten, dass, also Vertrauen, ich habe Vertrauen an dir, dass du mich retten wirst. Magini vekeren ishim isgabi umnusim oshim echamas toshieni. Du rettest mich, du bist ein Schutz für mich. Vekeren ishim, du bist auch wie ein Horn. Ja, so magische Horn. Wir sagen, Keren Mashiach oder Keren Meshicho. Warum? Was bedeutet das, dieser Begriff Keren? Zemach David Avdecha, Merat Atzmiach, Vekaronot Tarum Bishuratecha. Was bedeutet das in 18? Keren, wie ein Horn, wenn ein Tier, Tiere, die Horn haben, Stier oder andere Tiere, die ein Horn haben, ja, wie heißt es, Reh, ein Reh auf Deutsch, Ayal, ja, zum Beispiel, oder all die Tiere, die solche Hörner haben, das ist wie ein Schutz für sie. Du siehst manchmal ein Schaf, so auch mit kleinen Hörnern, die machen plötzlich gegen ein Auto. Crash gegen dem Auto mit ihrem Köpfe. Ja? Warum? Weil der Horn, das ist auch wie ein Schutz für sie. Das ist wie eine Rettung, wie ein Schwert für sie.
Deswegen er sagt, Akadosh Baruch Hu, du bist auch meine Rettung, wie du würdest verglichen, wie ein Horn, wie es ein Schutz ist für Tiere, du bist auch mein Schutz, wie diese Horn. Wenn ich ein Problem habe, ich laufe zu dir. Du rettest mich vor Bösewichte, vor Anashe Hamas. Was bedeutet vor Anashe Hamas? König David steht geschrieben im Talmud, im Midrash, dass als er gerichtet hat, Leute, Ruven und Shimon sind zu ihm gekommen. Er schuldet mir Geld. Nein, er schuldet mir Geld. Der eine ist reich, der andere ist arm. Falls König David gesehen hat, dass der Arme schuldig ist, passiert, weil der Arme manchmal, er kann auch stehlen und solche Sachen. Was soll er machen? Soll er sagen, okay, nein, weil du arm bist, musst du ihm, dem Reichen nicht bezahlen? Geht nicht. Warum? Gesetze der Tora sind Gesetze. Das bedeutet, mir ist egal, ob du reich bist oder nicht reich bist oder du bist ein Jude oder konvertiert bist halt zum Judentum. Das ist egal. Wenn du schon ein Jude bist, egal wie dein Status ist, ein Gesetz ist ein Gesetz. Du darfst nicht morden, du darfst nicht stehlen, niemand darf stehlen oder Lashon Hara reden. Und deswegen, er sagte dem Armen, wie der Gesetz ist, du bist schuldig und du musst dem Reichen bezahlen. Das ist Zdaka, also das ist Mishpat. Aber was hat er gemacht? Nachdem der Gericht schon vorbei ist, geht König David zu ihm, 1:1, zu dem Armen. Da sagt er, du, nimm jetzt diese Münzen, ja, was du ihm bezahlen musst, von meiner Tasche, weil du hast eh nichts, ich weiß, ich kenne dich, du bist sehr arm. Nimm das und bezahl ihm das Geld. Das bedeutet, er hat Zdaka und Mishpat gemacht. Spende, aber er darf nicht jetzt einfach so sagen, du bist unschuldig. Gesetz ist Gesetz. Er sagt den Beschluss, was es sein soll, aber danach, er hat ihm gegeben dieses Geld. Aber er hatte Angst gehabt, warum? Er betet an Akadosh Baruch Hu, bitte rette mich vor Leuten, die Bösewichte sind. Warum? Es kann sein, dass Ruven und Shimon eine Kombina machen und sagen, machen wir so, nehmen wir Geld von König David raus, sagen wir so, über hunderte von tausenden Goldmünzen oder Silbermünzen, ich schulde ihm, nein, ich schulde ihm. Und danach, er will dir, dem Armen, ja, unter Anführungszeichen, dir das Geld geben. Und danach machen wir 50-50. Und deswegen sagte David Amelech, ich weiß nicht, wer jetzt Affirist ist oder nicht. Wer macht Kombina oder nicht. Deswegen, Kadosh Baruch Hu, rette mich bitte vor solche Leute. Meula lekra Adonai ume ojevai vashea. Wenn ich Kadosh Baruch Hu lobe und bete, er rettet mich schon sofort. Davon lernen wir noch ein Gesetz. Mehulal ekra Hashem, Mehulal. Zuerst musst du Gott loben und danach betest du. Ein Gebet, 18. Gebet von uns, es gibt auch Gesetze, wie man beten soll. Nicht nur die Uhrzeit oder wie viele Gebete oder welche Sprache ist das Gebet, sondern wie sollte man auch beten? Gibt es auch Gesetze dafür. Zuerst sollte man Shevach, zuerst musst du Gott loben. Danach kannst du deine Bitten bitten und danach am Ende musst du an Gott dich bedanken. Danke Gott, dass du mir, als ob er es schon gegeben hat. Danke, dass du unser Gott bist und danke, dass alles gut ist. Genau dasselbe haben wir im Schmonesse Gebet. Hashem Sefatai Tiftach, die drei ersten Brachot, das ist von Loben. Magen Avraham, danach haben wir Mechayem Etim. El HaKadosh, das sind Loben. Wir loben zuerst Gott. Danach kommen wir zu unseren eigenen Sachen. Bitte gib mir Weisheit, Refuah Shlema, Briut, ja, das Exil soll vorbei sein, Mashiach soll kommen, Bet HaMikdash, dass wir Juden alle sollen zurückkommen in das Heilige Land, Parnassa, Geld und all die Sachen ist in der Mitte. Und danach am Ende, Modim, wie Halleluja haben wir, ja, so Sim Shalom, das ist schon als Dankeschön. Genau hier steht es auch geschrieben, Mehula lekra Hashem, ich lobe Gott und danach HaKadosh Baruch Hu rettet mich. Ki afafuni mishbere mavet nachale veliya livatuni. Wenn mich die Probleme wie ein Kreis gemacht haben, also von jeder, nicht Ecke, ja, also von jeder Seite kommen zu mir Probleme, mishbere mavet nachale veliya livatuni, auch kommen zu mir schlechte Personen, sie haben mir Angst eingejagt. Oder Chevle Sheol Sabuni, ich hatte so Angst wie in der Hölle. Wie jemand in der Hölle, er sitzt in die Hölle, er hat Angst davor. Ki Demoni Mokshe Mavet. Ja, oder die Mokshe Mavet sind zu mir passiert, also auch Probleme. Ja, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch übersetzt, aber auch Probleme. Wie wir schon gesagt haben, wichtiger ist in diesem Kapitel,
muss man nicht wortwörtlich jetzt verstehen, auch wenn ich es nicht wortwörtlich übersetze. Hauptsache, wir verstehen den Sinn davon. Weil das ist ein Gebet, was er gebetet hat an HaKadosh Baruch Hu. Und noch eine wichtige Sache. Machen wir da kurz Stopp bei dem 6. Pasuk. Ich habe etwas vergessen zu erwähnen bezüglich dem 2. und 3. Pasuk. Es gibt da noch etwas Vertieftes. Wir sehen da, er lobt HaKadosh Baruch Hu durch einige Beschreibungen. Du bist mein Felsen, wie eine Befestigung, wie du rettest nicht mehr Faltiata. Zurichesebo, Magini, Kerenishi, wie ein Horn. Er hat da insgesamt 10 solche Beschreibungen HaKadosh Baruch Hu beschrieben. Ja, solche 10 Sachen hat er ihm beschrieben. Warum 10? Weil er hatte insgesamt 10 große Feinde, die er mit denen bekämpfen hat. Außer Plishtim und die Nichtjuden. 10 große Feinde waren das. Erstens Shaul. Doega Adomi, Achitofel, Sheva ben Bichri, haben wir in den letzten Shiurim über ihn gesehen, Shimi ben Gera und die 5 Nichtjuden. Ja, 5 Könige oder Leute, wichtige Personen von den Nichtjuden. Shovach, der Sar Zava, der Offizier von Hadar-Ezer oder Goliath plus seine 3 Geschwistern. Insgesamt haben wir 10 Personen. Als er gesagt hat, Sal'i, du bist mein Felsen, er sagte dann noch eine vertiefte Geschichte. Das gehört zu gegen König Shaul. Was war ein Fels mit König Shaul? Das haben wir schon gelernt über Sela Amachlokot. Was war Sela Machlokot? Kurz eine Erfrischung für die Gedächtnis. Was haben wir gelernt? Es gab einen Berg, worauf König David war mit seinen Leuten. Und König Shaul ist zu ihm gekommen. Er hat ihn gefunden. In der Wüste, im Süden von Israel. Und als er ihn gefunden hat, er weiß, okay, König David ist schon, noch nicht König. David ist schon oben mit seinen Leuten. Aus, wir schnappen ihn, wir töten ihn jetzt. Sie haben jetzt, von allen Seiten sind sie gekommen. Die Leute von König Shaul. Und die kommen näher und näher und näher und sie möchten jetzt wie ein Ring König David jetzt fangen. Fast haben sie es geschafft, König David zu fangen. Was ist passiert? Plötzlich kommt ein Engel, ein Bote, und er sagte zu König Shaul, bestimmt sind auf uns gekommen, komm jetzt, rette uns. Er hatte David verlassen und wollte reden am Israel, aber wir haben gelernt, das war nur eine Geschichte von HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu hatte nur einen Engel geschickt, der ausschauen soll wie ein Soldat, dem gesagt hat, als ob Plishtim kommen, Hauptsache er soll David so lassen. Also das ist beim Wort Sal'i. Also wir sehen da, was noch schön ist, bevor ich noch weitermache. Jede Beschreibung, was König David beschreibt, den anderen, also HaKadosh Baruch Hu, was der Tanach beschreibt, das ist nicht einfach so, weil denen gefällt hat, noch Zeilen zu, leere Zeilen und sie wollten es noch fühlen, ja, mit Wörtern. Oder wie zum Beispiel Romane, wie es geschrieben steht, ja, eines Tages die Sonne hat erschienen, ja, und all die Sachen. Wir haben gehört die Geräusche von der Vögeln und Wassergeräusche haben wir gehört. Lass diese Blödsinn. Der Tanach, wenn er uns, auch wenn er Beschreibungen erzählt, das ist nicht einfach so. Jede Beschreibung, jedes Wort, jede Buchstabe, davon können wir etwas lernen. Auch von diesen 10 Beschreibungen, wie wir schon gesagt haben. Allein das Wort Sal'i, Felsen, das ist ein Fels, was ich beim Shaul hatte. Sela Machlokot, diese Geschichte. Umzudati, Metzudati, sagen uns die Kommentare, das ist, als er weggelaufen ist, hat vor Doeg Adomi, Novira Koanim, das ist bezüglich ihm. Mefaleteli, das ist Achitofel. Du hast mich gerettet vor Achitofel. Wie hat er ihn gerettet vor Achitofel? Chushai Arki war beim Avshalom und der hat so immer die Ratschläge von Achitofel zerstört. Oder Elokei Zuri, das ist über Sheva ben Bichri. Ja, weil Sheva ben Bichri sagte, nein, er ist überhaupt ein Moavi, seine Urgroßmutter ist Moavitin Ruth. Echesebo, das ist Shimi ben Gera. Magini, das ist Shovach, der Offizier, der nicht-jüdische Offizier. Und Kerenishi und der andere, das ist Goliath und seine Geschwister. Also wir sehen da, jedes Wort, jede Beschreibung ist nicht einfach so da niedergeschrieben. Es ist nicht einfach so Literatur, ja, wie wir denken über Chas v'Shalom, Lehavdil, Romane. Machen wir weiter, das war kurz der 2. und 3. Pasuk. Machen wir weiter, 7. Pasuk. Bazar li yekra Adonai ve'el Elohai yekra, wo ich schlechtes Leben habe oder ich habe Katastrophen, schlechte Situationen sind zu mir gekommen, Notsituation, ich rufe zu dir, HaKadosh Baruch Hu. Vayishma me'echa lo koli ve'shavati be'oznav, und HaKadosh Baruch Hu hat auf mich gehört
und er hat mich gerettet auch. Jetzt, das ist auch eine wunderschöne Sache. Warum? Stellt es euch vor, wir Menschen, was sind wir? Wir sind nichts. Manchmal denken wir, ja, ich bin der Boss, du hast im Bank so und so viel Geld. Du denkst, mir gehört schon die ganze Welt. Ich kann sprechen mit Leuten, wie ich will. Ich kann ihn fertig machen. Ich kann jetzt mit Aggression mit anderen sprechen. Warum? Ich bin der Boss, ja, mir gehört alles. Einmal hat er ein großes Geschäft gemacht, aus, mir gehört schon alles. Wer bist du überhaupt? Denken wir darüber nach, was sind wir überhaupt Menschen? Wir sind nichts. Machen wir, es gibt so ein Video in YouTube, kann jeder schauen, was mein Vater wunderschön einmal erzählt hat. Weil es gibt so ein Video in YouTube, was man sehen kann. Man sieht einen Parkplatz in New York. Ja, sieht man. Man sieht Autos und viele Autos dort. Und man macht Zoom jetzt. Google Earth, ja, macht dort Zoom, minus, minus, minus. Danach gehst du siehst schon die Stadt. Von Israel zum Beispiel. Ja, du siehst die Klagemauer. Danach gehst du noch rauf, siehst du schon die Nachbarschaft. Also danach gehst du noch rauf, die Stadt Jerusalem. Noch rauf, Eretz Israel. Wo sind schon Menschen? Kannst du nicht mehr sehen. Ja, wenn du Zoom machst in Eretz Israel, kannst du nicht sehen, Leute dort. Oder Autos. Du siehst noch Städte dort. Noch Zoom, gehst du schon Eretz Israel im Vergleich zu Europa, zu Amerika, im Vergleich zu Asien und du schaust, wo ist schon Israel? Ja, nix, ja. Sogar im Atlas. Du willst Israel schreiben, nur das L ist drinnen, aber Israel ist schon fast in Zypern schon gegangen. Ja. Und wir gehen noch Zoom. Wir sehen schon die Erde. Danach gehen wir noch Zoom. Du siehst schon im Vergleich zu Saturn, Jupiter, riesige Planeten. Noch Zoom, danach die Sonne. Was ist schon die Erde im Vergleich zu der Sonne? Nix. Ein Punkt. Ja? Was ist im Vergleich zu der Sonne? Du gehst noch Zoom im Vergleich die Sonne mit anderen Sonnen, mit anderen großen Planeten. Und du siehst, was ist die Sonne? Und bis am Ende der Video siehst du plötzlich dort ein kleines Punkt, was man mit einer Nadel so machen kann. Nix, wie ein Staub. Und dort steht jetzt geschrieben Sonne im Vergleich zu gigantischen Planeten. Also wir sehen da, was sind wir Menschen? Und jetzt, nachdem wir das gesehen haben oder diese Vorstellung haben, stellen uns das vor, dass Akadosh Baruch Hu hat alles erschaffen. Das bedeutet, Akadosh Baruch Hu ist unendlich. Plötzlich hört er eine Person in die kleine, Schwilachala, wie sagt man auf Deutsch, Schwilachala? Milchstraße. Sieht man dort in diese kleine Galaxie, ja, im Vergleich zu anderen. Und danach geht er noch genauer zu Sonnensystem. Noch genauer zur Erde, noch genauer zu einer bestimmten Stadt. Eine Person bittet Akadosh Baruch Hu, gib mir bitte Weisheit, gib mir bitte das. Warum soll Akadosh Baruch Hu auf ihm zuhören? Wer bist du überhaupt, dass ich auf dich zuhören werde? Wer bist du überhaupt? Ich habe immer meine Kopfschmerzen, unter Anführungszeichen. Ja? Akadosh Baruch Hu engehört die ganze Welt. Es gibt Sachen, was wir nicht verstehen können. Ja? Also nicht nur so winzig in unserem Körper, was passiert ist. Bei Zellen, die alles, man kann sowas nicht mehr verstehen, was passiert jede Sekunde, wie viele Sachen passiert eigentlich in unserem Körper. Du denkst, wie denken wir, es gibt dort kleine Strom, ja, also bei dem Nervensystem, die Synapsen, ja, also die alles so verbinden mit dem Nervensystem. Wie so winzig ist diese ganze Weisheit von der Erschaffung von Akadosh Baruch Hu. Es gibt von den großen Planeten plötzlich eine Explosion, schwarze Löcher, es gibt Supernova. Akadosh Baruch Hu hat unter Anführungszeichen seine Kopfschmerzen. Und plötzlich kommt eine Person, bitte Hashem, gib mir noch 5000 Euro, gib mir bitte Gesundheit. Warum soll er auf uns hören? Und da sehen wir die Größe von Akadosh Baruch Hu. Obwohl er schon zu viele Sachen hat zu machen mit Engel, Hölle, Paradies, er hat schon seine Sachen, aber trotzdem, er hört auf uns Leute, die so klein sind. Wir sehen da die Größe von Akadosh Baruch Hu. Das ist auch ein Lob, ja, wir müssen auch daran glauben, darüber nachdenken. Das ist nicht so selbstverständlich, dass Akadosh Baruch Hu auf uns zuhört. Das ist ein Privileg, was er uns gegeben hat. Es gibt da Leute, Könige, ja, nicht wie heute, aber Könige damals, vor 200 Jahren, 150 Jahren, Könige waren Könige. Ein Acker, einer, der von der Lande gekommen ist, er hatte nie den König gesehen überhaupt. Er wusste nicht, wie der König ausschaut. Nur vielleicht von Fotos. Warum? Von Bildern. Wer bist du überhaupt, dass du zu dem König kommst?
Aber wir haben diese Privileg. Das war by the way. Vaitgarash vatirasha aretz. Mosdota shamayim. Jetzt lobt der König David, der Kadosh Baruch Hu, durch die Wunder, was er gemacht hat in Ägypten. Vaitgarash vatirasha aretz. Mosdota shamayim irgazu vaitgarashu kiharalo. A Kadosh Baruch Hu. Wenn er wütend ist, jeder hat Angst. Warum? Die Erde steht es geschrieben im Talmud Shabbat. Steht geschrieben, im lo beriti yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samti. Wenn niemand lernt in dieser Welt, in unserer Erde, niemand lernt Torah, HaKadosh Baruch Hu sagt, ich zerstöre die ganze Welt. Oder Yom HaShishi, warum Yom HaShishi? Wir sehen, es steht geschrieben bei der Welterschaffung, Yom Rishon, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom HaShishi. Warum Yom HaShishi? Mit dem Artikel. Sondern HaKadosh Baruch Hu sagt uns, wenn ihr bekommt die Torah am 6. Sivan, Mutav, alles gut. Aber wenn ihr die Torah nicht bekommt im Jahr 2448 nach der Welterschaffung, wenn ihr es nicht bekommt mit Moshe Rabbeinu, ich werde schon die ganze Welt Tovavo machen. Deswegen, diese 2448 Jahre, das ist dieser Pasuk, was passiert ist. Die ganze Welt hatte Angst gehabt. Die Erde, Himmel und Erde waren schon wie Erdbeben und so, waren schon nicht sicher. Warum? Natürlich alles so spirituell, ja? Die Engel von denen. Nicht sicher, warum? Wir haben Angst, vielleicht wird Volk Israel die Tora nicht nehmen möchten. Also nehmen. Wenn sie es nicht nehmen, dann wir werden alle in Chaos gehen. Himmel, Erde und alles. Deswegen, sie hatten Angst gehabt. Allah Ashan Be'apo, wenn HaKadosh Baruch Hu zornig ist, jetzt, das sind nur reine Metaphern. Ja, reine Metaphern. Wenn HaKadosh Baruch Hu zornig ist, wenn Rauch von seiner Nase kommt. Warum Rauch von seiner Nase? Das ist ein Metapher für Zorn. Chara Hashem, Bar Minanah, also zum Beispiel Chara Hashem, Charon Af, das sind Begriffe von wütend zu sein. Warum? Wenn eine Person wütend ist, dann er bekommt ein Hevel, ja, also Hauch, ja, was von ihm, von der Nase rauskommt, aber das ist noch warm, ist es. Er ist drinnen warm, ist er. Er ist sehr, ja, wenn er wütend ist. Manchmal kann man sehen bei Leuten, wenn er wütend ist, es war ihm kalt, er spürt diese Kälte nicht. Warum? Er ist wütend jetzt. Und als Metapher kommt Rauch von ihm raus. Besser kann man sehen im Zeichentricks, ein Stier, der wütend ist, ja, geht bei ihm der Rauch raus. Und wenn, laut der Metapher, wenn HaKadosh Baruch Hu von seinem Mund, er hat keinen Mund, er hat keine Nase, das ist nur Metapher natürlich, wenn von seinem Mund Feuer kommt, Gechalim barum imeno, Kohle, brennende Kohle geht von ihm raus dort. Also mit anderen Worten, wenn HaKadosh Baruch Hu zornig ist. Vayet Shamayim vayirad, HaKadosh Baruch Hu bringt die Himmel runter. Wann? Als er die Mitzrim vernichten wollte. Va'arafel tachat raglav. Nebel, das bedeutet, die Wolken sind schon hier in dieser Welt, kommen runter. Warum? Damit er die Mitzrim in der Dunkelheit vernichten wird. Und da noch einige Metaphern. Und es ist, als ob er jetzt reitet auf einem Kruv. Kruv, nicht Salat, ja, Kruv-Salat. Sondern Kruv, Kruv, das ist Keravia, das ist Engel. Es gibt zum Beispiel Kruvim in Bet HaMikdash. Oder Kruvim bei Lata Cherva Midapechet. Bei der Eingang von Gan Eden. Es ist, als ob er reitet auf diesem Engel, damit er sie jetzt vernichten wird, die ganze Feinde. Alles Metapher natürlich, er ist überall, er ist nicht eine Person. Vayashet Choshech Sevotav Sukkot. HaKadosh Baruch Hu, er macht rundherum, wo wir am Israel neben Yam Suf waren, bevor der das Meer gespaltet hat, er hat gemacht Dunkelheit, wie wir schon gesagt haben. Chashrat Maim Aveshe Hakim. Und er bringt auch aber solche Wolken runter. Welche Wolke? Aveshe Hakim. Avim, das sind dicke Wolken. Warum dicke Wolken? Weil von dort ist es, manchmal können wir sehen, im Himmel gibt es unterschiedliche Wolken. Es gibt Wolken, die so leicht sind. Also, es gibt Wolken, die aggressiv sind. Ja, also, du siehst, das ist schon wie grau. Ja. Von denen weißt du, kommt jetzt Regen. Solche Wolken hat er runtergegeben. Minogah negdo, aber von seiner Seite weiß Licht. Also als er Dunkelheit gegeben hat, nicht, dass wir jetzt denken, dass HaKadosh Baruch Hu auch in der Dunkelheit ist.
sondern er von drinnen, er hatte Licht gehabt. Baruch Achaleesh, von dort, von Amuda Esh, hat er Feuer gespuckt. Also Kohle an den Mitzrim geschmissen. Yare min Shamayim Adonai. Er bringt jetzt Donner, ja, also Geräusche, Donner vom Himmel. Ve'elyoniten Kolo. Warum? Um sie Angst einzujagen. Weil ich schlage jetzt in Beifizem, Barak wa Yahom. Er schickt, er schmeißt auf sie auch Pfeile oder Blitze. Vayerau afike yam, yigalu mosedot tevel. Als er das Meer gespaltet hat, plötzlich kann man sehen dort, was kann man sehen drinnen? Ozean, das ist auch wie eine zweite Welt sozusagen. Das ist wie eine separate Welt im Ozean. Wir erkennen heute nicht den Ozean so. Heute kann man schon sehen durch Zolelot, ja, also U-Boote, kann man sehen, wie es ausschaut. Aber damals wird man gedacht, ist Ozean vielleicht eine flache Sache, eine flache Erde. Und darauf gibt es nur Wasser. Aber tatsächlich, das ist wie eine Welt dort. Dort hast du auch Pflanzen, Almogen und Almogen ist auf Deutsch auch. Oder zum Beispiel hast du dort Koralle, du siehst Pflanzen dort. Du siehst Berge, tiefe Orte dort, wie eine Welt, ja, ist es dort. Und das haben wir gesehen, als das Meer gespaltet hat. Begarat Adonai minishmat apo, wie hat er es gemacht? Ein Beispiel, wie Kadosh Baruch Hu gemacht hat, ja, also Luft von Nashav Ruach. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. Auch da haben wir jetzt Gott gelobt. Ishlach mi marom ikacheni, yamsheni mi maim rabim. Akadosh Baruch gibt seine Hilfe von oben zu mir. Yamsheni mi maim rabim, und er hat mich rausgeholt von das Wasser, von viele Flüsse, von viele Ozeane. Mit anderen Worten, er hat mich gerettet vor Wasser, vor meine Feinde. Er hat mich rausgeholt vom Wasser, er hat mich rausgeholt von die Probleme von den Feinden. Yatzileni me oyevi az. Er hat mich gerettet von dem stärksten Feind von mir. Laut einer Meinung, das ist der Shaul. Laut der anderen Meinung, das ist der Yetzerara. Ja, also er hat mich gerettet vor Yetzerara. Umison Aiki Ametsumi Menin. Und von Feinden, die noch stärker waren als ich. Yekademoni Beomedi, diese Feinde, was haben sie gemacht? Juden oder nicht, Juden ist egal. Die Feinde von König David. Beomedi, Yomedi, das ist in den schlechten Zeiten von mir. Wenn ich eine schlechte Zeit bekommen habe, sie haben es ausgenutzt, gegen mich zu sein. Weil hier Adonai mich anli, aber Kadosh Baruch Hu war auf meiner Seite. Weil Yotzei la Merchav oti yechaletzeni ki chafetz bi, aber Kadosh Baruch Hu hat mich gerettet. Warum? Weil er wollte mich. Ki chafetz bi, das ist auch wichtig, dieser Begriff. Es gibt, manchmal machen wir Probleme zu einer Person. Du sagst, okay, Chai, du hast von jemandem, Chas v'Shalom, sagen wir so, gestohlen Geld. Oder ihm beleidigt vor viele Personen. Und du sagst ihm, du, ich habe Chatati, Aviti, Paschati, ich habe gesündigt, bitte verzeih mir. Sagen wir so, er verzeiht dir, aber er sagt, du, aber ich kenne jetzt dein Gesicht und ich möchte überhaupt keine, noch in der Zukunft nichts mit dir haben. Ist es gut? Zu dem anderen, zu der Person, die es gemacht hat? Nein, warum? Er möchte doch sein Freund sein. Aber ist schon zu spät. Genau dasselbe mit Akadosh Baruch Hu und wir. Bei uns, wir bitten nicht nur um Verzeihung, bitte Hashem, bitte verzeih mir, dass ich gesündigt habe. Sondern, dass wir gesündigt haben. Sondern, wir beten auch, Akadosh Baruch Hu, bitte, du sollst auch uns lieben. Chefetz Hashem. Akadosh Baruch Hu, du sollst uns auch lieben und auch, was bedeutet Chefetz? Chefetz, das heißt, ich liebe dich. Wenn du etwas willst, ich mache dir. Genau dasselbe brauchen wir auch von Akadosh Baruch Hu. Igmeleni Adonai ketzitkati. Akadosh Baruch Hu, weil ich, tachlis, ich könnte König Shaul umbringen, zweimal, haben wir schon gelernt im Buch Shmuel Aleph, zweimal hatte König David die Option gehabt, die Chance gehabt, König Shaul umzubringen. Einmal in der Höhle und einmal, er ist reingegangen im Lager von Shaul, von dem Soldaten. Er könnte ihn zweimal umbringen, aber hat es nicht gemacht. Deswegen, Igmeleni Adonai Ketzikati, Akadosh Baruch Hu, er hat mir auch gute Sachen gegeben, als Dankeschön, weil ich den Gesalbten von Akadosh Baruch Hu nicht getötet habe. Kevo Yadaya Shivli, wie meine Hände so rein sind, ich habe keine Probleme gemacht. Genau dasselbe, Midah Keneged Midah, er hat mir auch gegeben.
Schauen wir, welche Perspektive sieht David? Er könnte denken, wie, aber ich habe den Gesalbten von Akadosh Baruch Hu nicht umgebracht. Ich soll jetzt gutes Leben haben. Nein, seine Söhne sind gegen ihn. Avshalom, Amnon Tamar, viele Probleme, Sheva ben Bichri, Adoega Adoi. Er könnte sagen, ich sollte ihn schon sofort umbringen, den Shaul. Was, das ist das Dankeschön von Akadosh Baruch Hu, dass ich so ein Zadik bin. Wenn wir statt König David wären, in seiner Position, Chas v'Shalom, ich möchte nicht sagen, was wir gemacht hätten. Sofort, was? Akadosh Baruch Hu? Nein, ich glaube nicht. Aber wir sehen da König David, seine große Glaube. Obwohl er so viele Probleme gehabt hat, obwohl er große Zadik hat und trotzdem hat er Probleme bekommen, er wusste, dass diese Probleme, das ist nur seine Tikkun. Das ist seine Tikkun, was er macht in dieser Welt. Jeder von uns hat seinen Weg. Dem einen ist es leicht, dem anderen ist es schwer. Ist egal, ob du mit Wort machst oder nicht. Es gibt viele große Giganten, Zadikim, die auch schlechtes Leben hatten. Armut und die Kinder sind gestorben. Rabbi Hanan ben Dosa, Talmud Brachot, Seite 17b. Rabbi Hanan ben Dosa, die ganze Welt hat sich ernährt durch die Verdienste von Rabbi Hanan ben Dosa. Reichtum an ihm, an Zadikim, an Rishaim, war dank Rabbi Hanan ben Dosa. Aber er selber, er war so arm, dass er gegessen hat, Kav Charuvim, von Shabbat zu Shabbat, von Erev Shabbat zu Erev Shabbat, von Freitag zum Freitag. Erev Shabbat ist Freitag, ja. Er hat gegessen nur Charuvim, Johannesbrot, ja. Hat er gegessen Kav Charuvim, das war sein Essen. Einmal in der Woche hat er es gegessen, am Freitag. Und dank ihm hat die ganze Welt, wurde sie ernährt. Oder? Rabbi Yochanan, Talmud Brachot, Seite 5b. Rabbi Yochanan, seine 10 Kinder sind verstorben, Bar Minan. 10 Kinder sind von ihm in seiner Lebzeit verstorben. Kavaret Banav. Trotzdem, wir sehen, es gab Giganten, die auch ein schlechtes Leben hatten, aber trotzdem, sie haben mit guter Perspektive gesehen. Was war die gute Perspektive? Das ist mein Tikkun. Ich weiß, ich werde Gan Eden haben. Ich werde noch in eine höhere Stufe sein. Wir wissen nicht, warum wir warum wir dieses Leben haben, was wir haben. Und genau das sehen wir auch König David. Er wusste, das ist sein Weg, obwohl er ein großer Zadik ist. Und trotzdem bekommt er Probleme. Akadosh Baruch Hu, ich liebe dich so sehr, dass er lobt Akadosh Baruch Hu. Nicht, dass er sagt, okay, ich werde jetzt nur, ich glaube an Gott, aber einfach so. Er lobt noch Akadosh Baruch Hu. Er schreibt jetzt Lieder, er schreibt jetzt Psalmen. 150 Kapitel, wie er Akadosh Baruch Hu lobt. Kishamati darche Adonai velo rashati me'Elohai. Ich habe die Tora erfüllt. Kichol mishpatav lenegdi. All seine Gesetze sind vor mir. Vechokotav lasu memena. Ich habe alles gemacht, was er gesagt hat. Vayetamim lo, vayishtamera me'avoni. Ich war vollständig. Das bedeutet, ich war vollständig mit seinem Mitzvot. Ich habe nicht gesagt, ich mache diese Mitzvah, die andere Mitzvah nicht. Vayishtamera me'avoni. Ich habe mich behütet vor meine Sünden. Was bedeutet meine Sünden? Ich habe geschrieben im Buch Shevet Musar, er gibt im Namen von Arizal, dass jeder von uns kann wissen, also zuerst noch eine Einleitung, wir alle wissen, wir sind nicht eine neue Seele. In unserer Generation, wir sind schon eine Seele von jemand anderer. Ja? Also ein Funkel von seiner Seele, die eine Tikkun braucht. Man muss eine Wiedergutmachung machen. Und diese Wiedergutmachung ist, weil du im letzten Leben, also im anderen Leben, Probleme gemacht hast. Aber woher soll ich wissen, was ist meine Sünde? Was ich machen soll? Du musst alles erfüllen, aber auf was sollst du dich noch konzentrieren? Me'avoni, das ist, was dir am schwersten fällt. Die Mitzvah, die dir am schwersten fällt. Du willst alles machen, aber du sagst, ich mache das nicht. Du sollst wissen, das ist dein Tikkun. Deswegen bist du gekommen wegen dieser Mitzvah oder wegen dieser Avera und nimm das als extrem, diese Sache. Deswegen erzählt auch Shevet Musar im Namen von Arizal, genau dasselbe können wir auch da verstehen. Weil ich habe mich behütet vor meinen Sünden. Welche Sünden? Was ich eigentlich machen sollte, weil es war mir schwer, das zu machen. Also ich wollte das so stark machen, aber ich wusste, das ist mein Tikkun, dass ich es nicht machen werde. Und deswegen, nachdem wir das alles gesehen haben, 25. Pasuk, Vayashev Adonai li ketzikati, kevorin leneged enav. Akadosh Baruch Hu, er hat auch Mida keneged Mida mir gegeben. Wie ich gute Sachen gemacht habe, gegenüber von Akadosh Baruch Hu, er hat es mir auch gemacht.
Ich habe es gemacht, nicht um anderen, jetzt nicht um hochmütig zu sein. Ich bin besser als andere. Nein. Lenegedenav, ich habe es für Akadosh Baruch Hu gemacht. Im Chassid titchassad. Wir kennen diese Sätze. Im Chassid titchassad. Akadosh Baruch Hu, bitte, mit einem Frommen sollst du auch Chesed machen. Ja? Im Gibor Tamim Titamam, mit starken Männern, die trotzdem vollständig mit dir sind, alles machen, obwohl sie starke sind. Titamam, bitte auch sei vollständig mit solchen Personen. Naiv, ne? No, nicht naiv von unserer Hebräisch. Tamim in der Torah, das ist, zum Beispiel der Pasuk, Tamim Tiei Madonai Elohecha. Was, naiv sollst du sein mit HaKadosh Baruch Hu? Nein, wir sind keine naive Personen. Sondern vollständig sollst du sein mit HaKadosh Baruch Hu. Tamim ist Shalem. Wie Yaakov Ishtam Yoshev Oalim. Ishtam ist Shalem. Ja, also er ist vollständig. Das bedeutet, ich mache alles, was HaKadosh Baruch Hu mir sagt. Und mit Leuten, die stark sind, Gvura, die haben Yetzara, starke Yetzara, aber trotzdem, sie sind vollständig und machen alle Gebote und machen keine Verbote, sollst du auch so sein, vollständig mit denen. Im Navar Titavar. Mit einer, der gerade ist, sollst du auch gerade sein. Also bitte, hilf denen auch. Wie im Ikesh, aber im Gegensatz zu diesen Personen im Ikesh, einer, der so, wenn es mir gut fällt, dann bin ich gut mit HaKadosh Baruch Hu, wenn nicht, dann nicht. Er spielt so mit HaKadosh Baruch Hu. Titapal, sollst du auch so solche Wege machen für diese Person. Aber es gibt eine vertiefte Sache. Und zwar, Chassid, das ist Avraham Avinu. Avraham ist Chesed. Dank Avraham Avinu sollst du zu uns, seine Nachkommen, uns auch Chesed machen. Dank Yitzchak Avinu, der Gvura hat, Gibor Tamim, sollst du mit uns sein. So. Dank Yaakov Avinu, der gerade war, Yaakov Ishtam Yoshevo Alim, der war auch gerade auch. Isha Emet, Titavar, sollst du auch gerade sein mit wir. Aber Vim Enkesh, seine Person, die Aphirist ist, sollst du auch so sein. Wer ist es? Paro. Paro, was sagt er? Wie hat er begonnen, die ganze Sklaverei zu machen zu den Juden? Wir waren doch High Society dort, die Nachkommen von Yosef HaZadik, der Mishneh Lamelech. Was hat er gemacht? Leute, kommt, ich nehme auf mich jetzt Ziegelsteine und schaut, der Pharao, er arbeitet jetzt. Und wir bezahlen euch viel Geld. Pro Ziegelstein, viele Münzen. Als die Juden es gesehen haben, Ovim Kesef, was haben sie gemacht? Leichtes Geld, was machen wir? Ja, dann nehmen wir jetzt nichts. Ich kann jetzt 50 Steine nehmen am Tag. Ich mache, dass es 100 sein wird. Ich schwitze so stark, dass aber ich werde noch das Doppelte bekommen. Die Zeit vergeht, einige Wochen vergehen oder einige Tage, Wochen vergehen. Sagt Paro aus, Leute, zu spät. Also ich, was ihr gesehen habt, dass ich jetzt selber gearbeitet habe und dass ihr Geld bekommen habt, aus. Diese guten Zeiten sind schon vorbei. Und jetzt müsst ihr das machen, zwangerweise. Zwang, aus Zwang müsst ihr das machen. Wenn nicht, wir bestrafen euch. Und das war 210 Jahre. Die Sklaverei in Ägypten. Ah, Paro, du hast begonnen, so Aphirist zu sein, mit solchen Wege zu machen. Wir sind auch so mit dir. Was sagte Moshe Rabbeinu zu Paro? Lass uns bitte 3 Tage lang gehen. 3 Tage in der Wüste, wir kommen zurück. Aus, wir kommen zurück. Aber warum braucht ihr Frauen? Ja, Frauen, kleine Kinder müssen wir auch nehmen. Warum die ganze Besitz? 3 Tage, no, Paro. Aber warum? Sag sie ihm sofort, ja tschüss, wir gehen, weil der Kadosh Baruch Hu gesagt hat, wir gehen jetzt nach Israel, aus. Warum wir gesagt 3 Tage? Weil du bist Aphirist, wir sind auch Aphirist mit dir. Du gehst auf solche Wege mit wir gehen auch so mit solche Wege. Jakob Avinu mit Lavan, ja, vor einige Paschiot. Jakob mit Lavan, Lavan war auch so einer mit gegen Jakob. Weil Jakob geht auch dasselbe auch. Ja, ist keine Sünde, ja, also du mit der Person, die vor dir ist, sollst du auch so sein. Genau dasselbe mit HaKadosh Baruch Hu, sei auch mit uns. Und dein Volk, was eigentlich arm ist, so viele schöne Sachen über diesen Pasuk, über ein Volk, der so arm ist, also mit Armut, nicht nur in Geld, Armut mit der Ehre, ihr Juden, ja, man sagt uns als Schimpfwort Juden, oder Juden jetzt mit finanziell, oder mit der Gesundheit von uns, bitte rette uns. Aber Leute, die hochmütig sind, gib sie runter. Wie Hannah gebetet hat, ja, am Anfang von Buch Shmuel, Kapitel 2, Shmuel Aleph, Kapitel 2, was wir gelernt haben. Vatit Palel Hannah, Beispiel Geim, ja, was wir gelernt haben. Ve'et Amani Toshia steht es geschrieben im Talmud, Chagiga, Seite 9b. Akadosh Baruch Hu, er hat gesucht nach die beste
nach die beste Eigenschaft, was kann er geben zu Am Israel? Ich liebe Am Israel, das ist mein auserwähltes Volk. Was kann ich denen geben? Er hat ausgesucht, was kann ich nehmen? Das, diese Eigenschaft, Reichtum, gutes Leben oder gute Kinder. Was ist am besten für Am Israel? Ich habe Angst, das zu sagen. Der Talmud sagt, nachdem er nach so viele Eigenschaften gesucht hat, nach einem Midah, er hat gesagt, oh, jetzt habe ich gefunden die beste Eigenschaft für Juden. Was ist das? Armut. Ani. Warum? Haoni, diese Armut, das macht uns zu gläubigen Menschen. Wenn wir beginnen jetzt mit Reichtum, viel Reichtum zu haben, was passiert dann? Ja, das sind meine Hände. Diese Villa, mit meinen 10 Fingern habe ich das gebaut. Weil ich so gescheit bin, weil ich solche Connection habe. Plötzlich vergisst du Gott. Aber nachdem Chas v'Shalom jemand eingebrochen hat in deine Villa, wo ist der Kadosh Baruch Hu? Aber warte, in deine guten Zeiten hast du Gott vergessen. Ich habe alles gemacht. Bei den schlechten Zeiten, plötzlich denkst du, wo ist der Kadosh Baruch Hu? Ich glaube nicht an ihn. Warum denkst du nicht an Akadosh Baruch Hu, wenn er dir zu 99%, also eigentlich 100%, er dir gute Sachen gibt? Warum habe ich es geändert? 99% oder 90%, egal wie viele Prozente, schlechten, das ist 100% der Gute von Akadosh Baruch Hu. Für unseren Augen ist es schlecht, aber Be'ezrat Hashem, wir werden sehen, wenn wir das vollständige Bild sehen werden, werden wir sehen, wie es 100%ig ist. Oder genau dasselbe sagt uns auch König David im Buch Tehillim. Tefila le'anik ya'atov ve'lifnei Adonai ishpoch sicho. Tefila le'anik ya'atov, HaKadosh Baruch Hu, er umhüllt die Tefila von einem Armen. Wenn eine arme Person betet an HaKadosh Baruch Hu, das ist mit voller Konzentration und mit voller Kavana. Deswegen, bitte HaKadosh Baruch Hu, rette uns. Ki ata neri Adonai ve'Adonai yagi achoshki, weil du bist wie eine Kerze für mich, Licht, ja, du leuchtest die Dunkelheit bei mir. Ki vecha arutz gedud, durch dich, HaKadosh Baruch Hu, ich laufe hinter Gdudim, so Truppen von Soldaten, nicht Feinden, ja, von uns, die Feinden von uns, und ich werde sie auch besiegen. Belohai adaleg shu, und durch HaKadosh Baruch Hu adaleg shu, ich werde jetzt raufgehen über Shur, das ist Mauer. Das haben wir schon einmal gelernt. Joab ben Zeruiah, der Offizier von König David, er wollte in eine Stadt reingehen. Was hat man gemacht? Das war aber mit hohen Mauern. Was hat er gemacht? Man legt dann Baum Erez, Etz Erez. Man gibt jetzt runter, das ist so leicht, ja, kann man beugen. Man hat es gebeugt nach unten. Joab ben Zeruiah, bist du bereit? Ja, 3, 2, 1, wie ein Katapult. Und er fliegt dorthin in diese Stadt. Adlele dort vernichtet und öffnet die Tore für König David und für die Soldaten. Aber nicht für König David, Entschuldigung, für die Soldaten. Aber König David hat es geschrieben, wie wollte er jetzt reingehen in dieser Stadt? Das haben wir schon gelernt. HaKadosh Baruch Hu bringt plötzlich die Mauern runter. Ohne diese Katapulte. Was König David soll mit Katapult sein? Die Mauern fallen runter und David geht einfach gerade. Wie ein König. Geht einfach gerade. Adalek Shu. Das ist von diesem Pasuk. Wie wir schon gelernt haben, diese Sache. Ha'el tamim darko, HaKadosh Baruch Hu, seine Wege sind vollständig. Wenn du siehst eine Person, wie wir schon davor gesagt haben, eine Person, ihm ist ein schlechtes Leben, Baminan, oder ihm ist gutes Leben, Tzadik Veralo, Tzadik, der ihm schlecht geht, oder Rashad, der gut fällt, das sind die Gedanken von HaKadosh Baruch Hu. Imrata Adonai Zerufa, Magen Hu Lechol HaChosim Bo. Avtachot, ja, was HaKadosh Baruch Hu uns schwört. Von HaKadosh Baruch Hu, Avtachot, die Gelübden und all die Sachen von HaKadosh Baruch Hu, was die Versprechen von ihm, das ist Zaruf. Zaruf, was bedeutet Zaruf? Gold, zum Beispiel mit Zoraf, ja, also Gold, der rein ist, ohne dort anderen Sachen dort. Sigim, ja, also zum Beispiel Sachen, die vermischt sind mit Gold, sondern reines, pures Gold. Genau dasselbe, die Versprechungen von HaKadosh Baruch Hu. Die sind auch so rein, ohne jetzt plötzlich Lügen da, Lügen dort. Wenn HaKadosh Baruch Hu dir A und B verspricht, er wird es geben. Nicht, er wird dir nicht sagen, nach 120, du hast vergessen, die kleinen Buchstaben, ja, die kleinen Sätze. Ja, die Kleingedruckte, hast du vergessen. Nein, wenn HaKadosh Baruch Hu uns etwas verspricht, das wird er machen. Er redet, er ist ein Schild für alle die Leute, die an ihm vertrauen. Kimi el mi balade Adonai u mitzu mi balade Eloenu. Wer ist so stark, der die Worte Gottes annullieren kann? Natürlich niemandem. El, da
Viele können da jetzt irren und sagen, dass, ja, El, wer ist so Gott? Welcher Gott ist so stark wie Akadosh Baruch Hu? Kein Gott. El, das ist nicht, das ist zwar ein Name von Akadosh Baruch Hu, von unserem Gott, oder Elohim zum Beispiel, Elohim, aber nicht überall, wo es geschrieben steht in der Tora, das Wort Elohim, das ist Akadosh Baruch Hu. Wo es geschrieben steht, manchmal steht es Elohim, das ist Akadosh Baruch Hu. Aber zum Beispiel Elohim lo tekalel, das ist nicht Akadosh Baruch Hu. Oder letzte Parasha, ki sarita im Elohim ve im anashim vatuchal. Du hast mit einem Engel diskutiert. Ja, der Engel sagt zu Jakob. Jetzt, wir sehen da, Elohim, das ist auch nicht für Akadosh Baruch Hu, sondern für Kraft, Kräfte. Engel sind stark. Die Richter sind auch stark, jetzt nicht mit Gewalt, sondern mit ihren Sagen, was sie beschließen, das ist eine starke Sache. Niemand ist so stark wie HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, er bringt alle schlechte Sachen vor mir, alle Hindernisse. Er macht meine Füße wie Reh, dass ich so schnell laufen kann. Er legt mich auf hohe Plätze, dass ich so mit anderen Worten gewinnen kann. Melamed yaday la milchama. Ich habe nicht jetzt Kung Fu gelernt, Taekwondo gelernt oder all diese Sachen habe ich nicht gelernt. HaKadosh Baruch Hu, er hat mir beigebracht zu kämpfen. Und wenn ich habe die Bogen aus Kupfer, ja, Pfeil und Bogen, der Bogen von was auch aus Kupfer war, habe ich jetzt zerstört auch. Stellt sich die Frage, was bedeutet das? Bogen aus Kupfer, sagt uns Rashi, dass er hatte in seinem Palast viele Bogen gehabt aus Kupfer, ja, aus Metalle. Als andere Könige zu ihm gekommen sind, haben das gesehen in der Vitrine. Wow, starke, große Bogen. Sie haben diese Bogen gesehen. Sie haben gesagt, das ist nur zu Show. Ja, das ist nur, damit es nur etwas schön ist. Aber König David sagt, er denkt, das ist nur für Show, ist diese Sache. Ich kann es nicht benutzen. Ja, ich nehme es runter. Starke, große aus Metall, aus Bronze, Kupfer, Entschuldigung. Er nimmt es und macht es so, er dehnt es, wie war es damals so, Bogen. Ja, das ist durch Holz, was leicht ist, also was man beugen kann. Und es beugt und durch diese Spannung, es fliegt und danach kann diese Pfeil schmeißen. Und aber er nimmt da aus Kupfer. Wie soll er das jetzt beugen? Aber er war so stark, dass er es trotzdem gemacht hat mit Kupfer, bis er schon zerstört hat, diese Sache. Vor diese Könige. Ich bin schon stark, sagt er. Ich bin nichts. Ja, ich bin kein Baby oder sowas. Oder wie ihr, dass ich nicht so stark bin. Nur für Show. Das bedeutet das. Du bist ein Schild für mich. Aber von deiner Anava, HaKadosh Baruch Hu ist so bescheiden, dass er sagt, als ob David, als wir gelernt haben, mit nur 400 Personen, 600 Personen, mit diesen 600 Personen, die mit König David waren, HaKadosh Baruch Hu hat auf sie so konzentriert, als ob sie jetzt, als ob diese Leute sind wie ein ganzes Volk. Tarchiv tzadi tachteni velo maduka rasulai. Das hat mir geholfen, dass ich jetzt fix bin, fix stehen werde. Ich bin hinterher gelaufen und hinter meine Feinde und ich bin nicht zurückgegangen, bis ich sie fertig gemacht habe. Sie waren von unter meine Füße. Du hast mir Stärke gegeben und ich habe so all die Leute, die vor mir sind, habe ich fertig gemacht. Du hast so gemacht, dass meine Feinde ihre Nacken zu mir gezeigt haben. Was bedeutet das? Weggelaufen. Und wenn sie weglaufen, ihre Nacken ist zu mir. Sie beten an HaKadosh Baruch Hu, bitte hilf uns. Aber HaKadosh Baruch Hu, du hilfst denen nicht. Ich habe sie so fertig gemacht und klein gemacht wie Erde, als Metapher. Und ich bin auf sie auch raufgegangen, als natürlich Metapher. Wie ich gehe auf Erde, genau dasselbe habe ich sie fertig gemacht. Du hast mich auch gerettet vor Leute, die aus meinem Volk sind. Toega Adomi, Achitofel, Shaul, Zifim, die verraten haben König David. Tishmereni lerosh goim, am lo yadati yavdoni. Du hast mich so gerettet und so beschützt, dass sogar
Völker, die ich nicht gekannt habe, sie haben mich nachher gedient. Leute, die mich nicht gekannt haben, also nicht Juden, die nicht mein Volk sind, meine Feinde, als sie zu mir gekommen sind, ich habe sie gesagt, habt ihr das und das gemacht? Sie haben mir Lügen erzählt. Warum? Sie hatten Angst vor mir. Und allein, dass sie über mich gehört haben in ihre Ohren, sofort haben sie gemacht, was ich gesagt habe. Die Feinde, sie waren schon so lost, ja, also schon fertig. Sie waren schon wie Leute, die krüppelt sind, ohne, die können nicht gehen mehr. Warum? Weil ich sie so fertig gemacht habe. Chai Adonai uvaruch zuri. HaKadosh Baruch Hu, du bist El, du lebst El, lebt, ja, das ist kein guter Begriff für HaKadosh Baruch Hu, aber du bist für die Ewigkeit da. Chai Hashem uvaruch zuri. Du bist gesegnet. Ve'yarum Elohei zurishi. Soll es auch hoch sein. Ha'el anotene kamot li umorid amin tachteni. Du Gott, du derjenige, der für mich meine Rachen macht. Du kämpfst für mich. Umorid amin tachteni. Du bringst alle Völker unter mir, alle meine Feinde. Umotzi'i me'oyevai umikamai teromemeni. Me'ish hamasim tatzileni. Du bringst mich raus von meine Feinde und was wir schon gesehen haben, das ist anders geschrieben da. Umikamai teromemeni, Leute, die über mich kommen, ich bin nachher über sie. Mich hamasim tatzilen, du rettest mich vor Leute, die böse sind. Al keno decha Adonai bagoim, ul shimcha zamer. Deswegen, ich lobe dich, HaKadosh Baruch Hu. Den letzten Pasuk kennen wir schon alle. Migdol Yeshuot Malko, ve'ose chesed limshicho, le David ul Zaro Adolam. Deine Yeshuot, deine Wundern, was du machst. Und Yeshua, deine Rettung, ja, was du uns machst. Das soll auch, also du machst große, wie sagen wir das auf Deutsch? Geula, Ligolotanu. Erlösung. Ja, also du machst große Erlösungen und große Rettungen. Du machst auch gute Sachen zu deinem Mashiach, also ich bin deinem Mashiach, der Gesalbte, nicht Mashiach von heute, sondern der Gesalbte von HaKadosh Baruch Hu, le David und Zaro Adolam, mir, aber auch zu deinem, zu meinen Nachkommen. Und Zaro, das bedeutet nicht nur für mich. Für das ganze Volk Israel sollst du auch viel gute Sachen machen. Bevor wir damit aufhören, da steht es geschrieben Magdil. Aber wir sprechen Migdol. Es gibt Kri und Ktiv. Kri, das ist, wie man es aussprechen soll. Aber Ktiv, wie es geschrieben steht. Finden wir es oft in Tanach. Wie es geschrieben steht, das ist Magdil. Wie sollen wir es lesen? Migdol. Warum dieser Unterschied? Oder anders gesagt, wir kennen, in Buch Tehilim steht es auch geschrieben Magdil. Jetzt. Warum sagen wir am Birkat Hamazon, ich habe heute ein bisschen recherchiert über diesen Punkt, warum sagen wir in Birkat Hamazon einmal Migdol und wenn es am Shabbat fällt und wenn es nicht am Shabbat ist, Shabbat oder zum Beispiel Rosh Chodesh oder am Tag, wo man Musaf betet. Aber an Tage, die nicht solche Tage sind, nicht Feiertage oder Shabbat, wir sagen Magdil. Makische, warum sagst du einmal Magdil, einmal Migdol? Ich habe viele gesucht, ich habe gefunden eine Antwort in Yalkut Shimoni, eine Antwort dort und auch einige kabbalistische Erklärungen, das lassen wir. Den Schönsten, was ich gefunden habe, also was auch wir weiter sagen können, was verständlich ist, es gibt Unterschied zwischen, wie wir schon öfter erzählt haben, es gibt Unterschied zwischen den Tanach, also zwischen die Bücher der Propheten und die Bücher der Ktuvim, die Schriften, die heiligen Schriften. Shmuel, das gehört zu den Propheten, Prophetenbücher, Navi. Tehillim gehört zu Ktuvim. Jetzt. Diese zwei Geschichten, also diese zwei Lieder, hat natürlich König David geschrieben. Aber, oder noch genauer gesagt. Aber warum sagen wir dann einmal Magdil, einmal Migdol? Weil Bücher der Propheten sind noch höher als Bücher der Heiligen Schriften. Weil Bücher der Propheten, sie wurden mit Prophezeiung geschrieben. Bücher der Heiligen Schriften sind auch heilig, aber sie wurden durch Ruach HaKodesh geschrieben. Ruach HaKodesh, das ist eine kleine Stufe von Prophezeiung. Deswegen, am Shabbat, diese Antwort habe ich gesehen, sagt der Rav Mazuz. Der Rav Mazuz sagt es, ja, diese Antwort. Und weil Shabbat hoch ist als andere Tage, Feiertage, Shabbat, Tage, wo wir Musaf beten, das ist noch wichtiger als andere Tage, deswegen, wir nehmen
von diesem Pasuk von den Propheten, wo es geschrieben steht, Migdol, wie man es sprechen soll. Aber normale Tage, wir lesen, wie es im Buch Tehillim geschrieben steht, Magdil Yeshuot Malkoh. Und wir enden so der Shio, den Shio, dass HaKadosh Baruch Hu, er soll uns auch immer retten, auch beschützen, wie er König David beschützt hat, er soll uns auch beschützen für die Ewigkeit. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.